So, wir gehen rein. Und bevor wir hier starten, muss ich nochmal schnell hier das Fenster verschieben. So. Wir haben, ja, das ist in der Arena immer ein bisschen schwierig. Da können wir dann immer gucken, was die Leute vorher so machen in den Lobbys. Auf welchen Mounts zum Beispiel der Click Warrior hier aufmountet. Hier sehen wir schön Alterak Wolf. Schönes Mount. Sehr, sehr schön. Und hier, wir sehen auch schon die 2-1-VZ-Leuchten auf dem Streitkolben aus dem Trading Post von Saufe B. Junge, Junge, wenn ich damit alles richtig liege, dann bin ich ein richtiger Nerd. Egal, wir haben hier auf der linken Seite, beziehungsweise hier auf dieser Seite, haben wir Saufe B als Rested Druid, The Click Worry als Krieger und SADS als Enhancer Schamane gegen auf der gegenüberliegenden Seite Deep End, Halunke und Jenkudin. Das ist schon wieder reines Melee-Gebäsche, ne? Aber ich bin dennoch gespannt. So, wir können hier langsam rauszoomen aus dem Eingang und verschaffen uns das erste Mal hier so ein bisschen Überblick. Jenkudin schon auf seinem Transmog-Mount hier am Warten, bis es endlich losgeht. Und da werden die ersten Hits verteilt. So, Click Worry. Hier, das Target der Begierde schon wieder, ne? Da wird immer gleich raufgedrescht. Droppt hier ein bisschen low. Halunke, Avatar gezogen. SHDS droppt ebenfalls low, aber die lassen sich nicht lumpen. Halunke kriegt ja auch ordentlich auf den Dötz, ne? Und wir sehen hier gerade irgendwie, bei allen DPS läuft gerade so die Burst-Phase und es liegt eigentlich nur noch an den Heilern, das so ein bisschen gegenzuheilen. Saufe B hat hier einen guten Abstand zu seinem Team, könnte aber irgendwie vielleicht in die Bedrulle kommen, dass Jenkudin da zum Beispiel reinpusht, dass das Blinding Light auf den Druiden und auf SADS. Und Deep End hat hier eigentlich hier technisch immer eine sehr, sehr gute Position. Ne? Das könnte ein reines DPS gegen HPS-Game werden, wenn das so weiterläuft. Aber ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen Swap vielleicht noch auf den Heiler. Ne? Jetzt ist eigentlich die Frage, wer von den Heilern spendet wie viel Mana? Jenkudin Drop to Low kann aber getoppt werden von Deep End, gar kein Problem. Deep End, also das, man kann richtig, wenn man sich die Leisten hier anguckt, ne, von den beiden Heilern, da kann man sehen, wie hier das Mana geburnt wird. Deep End droppt low. Der Click Worry droppt auch gefährlich low. Und ist tot. Ach du Scheiße. Ach, du ahnst das nicht, ne? Eieieiei. So, Seiten werden getauscht. Teams werden neu durchgemischt. Saufe B jetzt mit Click Worry und Jenkudin. Red War. Sehr schön. Deep End hier zusammen mit Halunke und SHDS auf der anderen Seite. Worry Spell. So. Ich klicke hier gerade meine Keybinds durch. Um hier so ein bisschen hin und her zu swappen. Und wir sehen hier wieder Jenkudin auf seinem Transmog-Mount. Der mag diesen einen Pillar auch sehr, sehr gerne. Halunke auf der gegenüberliegenden Seite. Der Click Worry geht rein. Und das ist natürlich auch schon wieder, gerade mit einem Rest-to-Druid als Heiler, möchtest du eigentlich nicht die Pre-Hots auslaufen lassen, weil die Heiler können hier nicht trinken. Ne, da ist Barkskin, Dornen. Alles muss hier gezogen werden, um den Click Worry hier und Jenkudin zu toppen. Click Worry kriegt auch gnadenlos einen reingewirkt. Ne? Die by the Sword ist jetzt an. Hier kommt der Swap auf Saufe B. Die Frage ist, da wird auch Gelassenheit gepoppt. In solchen Situationen kann das immer sehr, sehr gefährlich werden. Halunke, SHDS, beide ihren Burst schon rausgekloppt. Die Frage ist, was macht die Gegenseite daraus? Ne? Der Click Worry droppt low, SHDS droppt auch sehr gefährlich low. Halunke auch ein bisschen hier im Schaden. Wir sehen hier den Hodge of Deep End. Der kann jetzt sein Team nicht toppen. Da kommt der, da muss auch den Cocoon auf Halunke ziehen, um dann seine Heals für SADS auszugeben, um den auch wieder hochzubringen. Das ist natürlich immer, wenn gecleaved wird, wird das Ganze immer schwierig. Click Worry ebenfalls 50% live. Jenkudin kann jetzt hier getoppt werden, aber das frisst natürlich Mana vom Restitute, ne? Es frisst halt Mana. Kann hier aber toppen. Click Worry wieder getoppt. Saufe B in einer guten Position. Musste hier kurzzeitig in Bären swappen, weil dann wird da einmal mit dem Stormwall rüber geswappt oder ähnliches. Das macht ganz schön Aua und kostet halt auch, wie gesagt, viel, viel Mana. Anregen läuft auf Saufe B.
Der versucht jetzt hier natürlich die Hots wieder auf dem Click Worry zu verteilen. Hodge auf Deep End. SADS droppt hier low. Ist noch im Smash vom Krieger. Wir sehen jetzt hier Avatar von Halunke. Halunke zieht durch. Und da sieht man den Rennen, ne? Da wird SADS, Halunke, beide droppen low. Avatar hier auch von Click Worry. Plus 4, plus Die by the Sword. Beide Krieger absolut defensive hier unterwegs. Wir haben aber immer noch einen Banner vom Click Worry, um vielleicht hier den ein oder anderen CC zu halbieren. Jankodin low. SADS low. Der steht das Banner. SADS kann hier, also Deep End hat hier auch Schwierigkeiten zu toppen und SADS geht hier low, ne? Und das ist auch das, wie gesagt, es ist meistens nur ein Global Cooldown, ne? Saufe B sah Mana technisch gar nicht mal so gut aus. Es hat aber auf jeden Fall gereicht, um hier SADS die Lampen auszublasen, ne? Junge, Junge, Alter, das ist auch schon wieder echt eine wilde, wilde Runde. Wir sind hier in Runde 3. Die Teams werden wieder durchgemischt. Saufe B zusammen mit SADS und Jankodin und Deep End zusammen mit den beiden Kriegern. Das ist auch immer ein wildes Setup, ne? Double Arms. Vielleicht ist das die neue Meta, die wir bald auch bei der AWC sehen. Click Worry kriegt erstmal wieder. Droppt auf 50%. Deep End war hier im Blinding Light. Toppt jetzt aber seinen Krieger hier wieder fast bis Full Life. Aber da wird richtig reingedroschen, ne? Also es wirkt halt schon wieder so, als hätten die DPS sich hier auf den Click Worry eingeschossen. Aber das muss nicht immer zwangsweise funktionieren. Cocoon Die by the Sword ist raus. Hier kommt der Swap dann auf Deep End. Und das sind natürlich die Moves, die ich immer gerne sehe. Und gerade gegen Monk ist das sehr, sehr gefährlich. Ach, du Scheiße, ne? Cocoon ist raus. Healer geht hier in Bedrängnis. Und da kommt der Swap und dann war's das auch einfach mit dem Heiler. Ach, du ahnst es nicht, ne? Das ist, also die Heiler, gerade beide Heiler sind anfällig für Swaps, ne? Also, das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Resto Druid, wenn da mal ein Swap passiert, ne? Und du bist nicht pre-hotted, ne? Dann geht dir schon mal der Stift in die Hose, ne? Das sage ich so, wie es ist. So, hier, Saufe B zusammen mit Halunke und SADS gegen Deep End und Click Worry. Das ist jetzt auch eine sehr wilde Kameraperspektive. Ich versuche das hier mal ein bisschen cooler zu zoomen. Deep End steht gut, alle DPS in der Mitte, alle droppen sie. Saufe B schön am Hots verteilen. Versucht hier so ein bisschen dem CC von Jankodin auszuweichen, kriegt aber trotzdem das Blinding Light ab. Die by the Sword hier vom Click Worry. Jankodin und Click Worry zusammen. Beide Burst gezogen. SADS 50%. Jetzt droppt Halunke runter. Hat aber immer noch sein Die by the Sword. Das ist der wichtigste Death-CD von einem Krieger. Und da kommt schon wieder. Cocoon ist raus und da wird wieder der Swap auf den Deep End gemacht. Plus Counterspell auf den Stream. Und kann er sich hier nochmal beleben. Hat er aus der Runde davor gelernt. Da kommt nochmal der 4, um ihn zu unterbrechen. Aber es scheint so, als würde Deep End das ganz gut hinkriegen, sich selbst zu toppen. Ringt sich hier selber, um vielleicht noch den einen oder anderen hier zu kriegen. Kriegt einen Counterspell rein. Und da wird gnadenlos getrained. Da kommt noch ein Bash vom Druiden. Und Deep End stirbt leider. Also, ne, gerade in so einer Melee-Cleave, da muss jetzt Deep End gucken. Halunke sieht den Ring nicht. ich glaube, dem ist das kackegal. Ne? Das muss man ja auch sagen, dass momentan Melees alle irgendwie in ihren Talent-Trees Spells haben, um ihre Reichweite zu erhöhen. Ne? Und ich sag mal, wenn du als Monk in der Mitte von deinem Ring stehst, hast du trotzdem vielleicht noch die Chance, als DPS von außen dort ordentlich Schaden zu machen, weil die Schläge halt trotzdem treffen. Und zweitens ist natürlich Krieger mit einem Bladestorm, der läuft auch einfach durch den Ring durch, ne? Den interessiert das dann recht wenig. So, wir sehen jetzt hier Saufe B mit Halunke und Jankodin zusammen. Red War, eigentlich eine richtig starke Comp, ne? Eine richtig, richtig starke Comp. Halunke droppt hier low, hält aber mit seinen Death-CDs noch so ein bisschen zurück, hat Zähne zusammenbeißen auf jeden Fall raus. Jankodin droppt auch low. Saufe B hat wieder alle Hände voll zu tun. Und ja, Halunke in Execute Range.
Ach du Scheiße, er hält aber trotzdem noch, hat hier Iron Bark von Druiden bekommen, hält aber noch sein Dev-CD zurück. Der schaut es zwar raus, aber wir haben immer noch Diver the Sword. Jetzt Avatar-Proc, jetzt kommt die Retourkutsche und das ist das Gefährliche, ne? Das ist wirklich ein Hoch und Runter von den Damage-Peaks und auch auf beiden Seiten. Da kann der eine Go vorbei sein, dann wird der nächste gestartet und dann scheppert das nochmal ordentlich auf der anderen Seite. Halunke wieder angeschlagen. SADS angeschlagen. Wir Deep End hier im Bash gewesen. Kriegt nochmal einen Hotch obendrauf. Und Saufebeat castet hier die Nachwachsen, um seine Mates zu toppen. Die by the Sword raus hier von Halunke. Und Click Worry, gefährlich low in Execute Range. Deep End hat hier den Cocoon nutzen müssen. Aber die Frage ist, auf wen ist der gegangen? Oder habe ich das vielleicht auch nicht richtig gesehen? Kann natürlich auch sein. Jankudin droppt low. Muss bubbeln. Die Frage ist, kommt hier vielleicht von dem einen oder anderen Krieger ein Throw, um die Bubble zu brechen? Nein, die läuft einfach ganz normal aus. SADS 50% live, Deep End auch low. Und das ist jetzt wieder eine gefährliche Situation, in der die sich jetzt befinden. Ne? SADS, boah, Execute Range. Kann Deep End noch toppen? Wird hier gestunt und auch penetriert. Ach du Scheiße, da haben die DPS sich mal kurzerhand dazu entschieden, einfach Split Damage zu machen und beide den Heiler und den DPS anzugreifen. Und jetzt sehen wir natürlich hier wieder auf der rechten Seite die neue Meta in World of Warcraft Dragonflight Season 2, die Double Arms Meta mit zusammen mit dem Resto Dude gegen Enhancement-Schamane und Retribution-Paladin. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Mich interessieren mal die Damage-Zahlen am Ende. Ich hoffe, dass das alles angezeigt werden. Das hat mit Details hier in dieser Overview nicht so gut geklappt. Aber wir gehen hier rein in die nächste Runde. Click Worry, Halunke, beide mit Avatar unterwegs, kriegen aber auch beide rein. SADS unter 50%. Und ne, bei zwei Kriegern unter 20% zu droppen, das ist wie gegen Monk zu spielen mit einem Touch of Death, ne? Also da braucht nur ein Execute hinten und oh, der Click Worry gefährlich low. Zieht hier Die by the Sword, CC auf Saufe B in der Zeit. Das war gut abgepasst. Dennoch haben wir hier auch das Iron Bark von unserem Resto Druiden gepoppt. Halunke hat noch gute Death-CDs. Wir werden sehen, wie es hier weitergeht. SADS droppt low. Der hat jetzt auch, ich glaube, so wie es aussieht, scheinen alle DPS jetzt auch ihren Burst und so gut wie alle Dev-CDs rausgehauen zu haben. Jetzt liegt es an den Highland hier, die DPS zu toppen. Und dann sehen wir auch den Cocoon von Deep End auf SADS. Und es wird gleich geswappt. Und das ist natürlich wieder der Punkt. Ne? Cocoon ist raus und man sieht, die beiden Krieger chasen wieder den Heal-Monk. Der versucht hier sehr, sehr gut zu kiten, aber es ist auch Wahnsinn, was für eine Mobilität die Krieger haben. Ne? Der Jump, der portet sich über die halbe Arena hinter eine Säule, da springt der Krieger einfach hinterher, charged. Sind aber auch oftmals die Momente, wo der Krieger dann gekillt wird, weil sein Heiler dann nicht mehr in Line steht und somit nicht mehr heilen kann. Deep End Low, SADS Low. Saufe B scheint hier sein Team ganz gut getoppt halten zu können. Und Deep End ist natürlich, Junge, Junge, ne? Das hat richtig Mana gefressen. Ne? Wir sehen das jetzt hier. Saufe B deutlich im Vorteil, was das Mana betrifft. Auch noch ein Anregen am Start und große Big Death CDs. Auch die beiden Krieger haben noch dabei das Sword ready. SADS droppt hier unter 50% und Deep End hat hier schon Schwierigkeiten zu heilen. Und wir sehen hier kein Mana mehr auf Deep End. Wird auch noch von Halunke jetzt durch die Arena gescheucht. Click Worry, aber ebenfalls low, muss Die by the Sword ziehen. Junge, Junge, also das hat hier nichts zu sagen. Ne? Deep End konnte jetzt so ein bisschen Mana wieder gut machen, hat aber auch den Cocoon wieder ready. Der geht jetzt auf SADS und jetzt Click Worry und Halunke, beide low. Ach, du Scheiße, ich konnte gar nicht sagen, ich glaube, der Click Worry ist jetzt hier gestorben. Da konnte Saufe B auch nicht mehr großartig gegenheilen. Wir gucken einmal in die Übersicht rein. Holy moly, Jankudin. Ach du Scheiße, der hat, das habe ich gar nicht so recognized. Der hat hier aber ordentlich reingescheppert und den Leuten mal gezeigt, wie man Retribution Paladin spielt. Auch mit drei Todesstößen
Stark.